Ja, herzlich willkommen bei Rebel Cloud. Ganz kurzer Blick auf den Helios von VHO. Das ist ein ganz besonderer Tröpfler und ich muss sagen, erster Test gefällt mir auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen besser als der Trident. Man hat ein bisschen mehr Platz. Ich zeige euch gleich einmal, was ich nämlich da drinne habe. Im Endeffekt aber verrät der Titel von dem Video da schon. Das ist meine allererste Quad-Coil-Wicklung, die ich jetzt auf dem Tröpfler gebaut habe. Die letzten zwei Versuche waren im Trident. Da kann man hier noch diverse Reste von sehen. Die hätte ich dafür verwendet, aber ich habe das nicht alles untergekriegt und ich habe jetzt noch mal eine 6 mm Schnur genommen und dann 0,3er Kantal, 0,3 mal 0,1 Flachkantal. Und verwenden tue ich hier ein 60-40. Und das ist einfach phänomenal, ganz ehrlich. Das ist die US-Version, da gehe ich dann aber nochmal in dem Video, was ich dann dazu mache, komplett dazu mache, drauf ein. Unterschiedlich sind hier einfach die Luftlöcher. Die US-Version haben zwei kleine Längslöcher, also nicht kleine, sondern das sind so leichte, fängt er das jetzt hier ein, die sind nicht rund, sondern die sind ein bisschen lang gezogen und dann zwei in der Philippinen-Version, also die, was auf den Philippinen verkauft wird, sind drei Löcher drin und in den USA werden die mit 2x2 Langlöchern verkauft und ich muss sagen, ich bin richtig begeistert. Das ist klasse, das Ding. Obendrauf habe ich noch ein Vicious End Drip Tip und den wollte ich hier wegen dem schmalen Bauch und die Taille und muss sagen, der fühlt sich so sexy an, wie er aussieht. Gucken wir einmal ganz kurz auf die Wicklung. Verwenden tue ich hier eine Konion-Zelle und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Alle vier schön gleichmäßig aus der Mitte raus, so wie es sein soll. 0,3er Flachkantal ist das hier mit 0,3 mal 0,1 und braucht ein bisschen Vorglühzeit. So, ich hoffe, damit habe ich euch ein bisschen Geschmack auf mehr gemacht. Die Pin-Anordnung von dem Teil ist richtig spitze. Da ist ein Pending-Patent in Gange und ich muss sagen, das Wickeln war eine wahre Freude. Und nicht nur Quad-Coil geht damit, sondern der ist auch für Octa-Coil geeignet durch die Anordnung der Pins. Und da ist ordentlich Platz drin, ne? Da geht ein bisschen was. Seid ihr gerade dabei, mit dem Rauchen aufzuhören, wünsche ich euch viel Glück und an alle Dampfer, wie immer, gut dampfen.